Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem dritten Teil vom Spiel Two Point Hospital. Wir machen weiter mit unseren Kürbisköpfen und Co. Ja, also wir brauchen einmal 25 Patienten, die wir heilen müssen. 14 haben wir schon, verdienen 200.000, noch 63.880 Euro verdienen. Oder Dollar in diesem Spiel. Erreiche die Krankenstufe 6, wir sind 5 und bald 6. Also, da gehen wir es jetzt weiter an. Ich habe zwei Briefchen, die werde ich jetzt öffnen. Notfall helles Köpfchen. In der Umgebung ist es zu einem Ausbruch von Erleuchtung gekommen, woraufhin die Lichtverschmutzung in Hogsport Rekordwerte erreicht hat. Einige Patienten möchten sofort behandelt werden. Sollten wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Herausforderung. Heile 7 Patienten mit helles Köpfchen. Erleuchtungsklinik. Ein Krankenhaus. Behandlungsraum. Ja, natürlich. Patiententod. Traurige Neuigkeit. Nur der erste Patient ist gestorben. Patienten können sterben, wenn eine Behandlung nicht anschlägt oder wenn sie zu lange warten müssen und sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Eieieiei. Das Köpfchen wollen wir jetzt aufnehmen. Ja. Also, wir haben eine einzige erleuchtete Patienten. So. Also. Ich muss mich da erst wieder reinfinden. Hab das jetzt 2 Wochen nicht mehr gespielt, das Spiel. Ja. Gut. Wir haben hier drinnen einen Arzt. Hier werde ich einen Broschürenständer reinstellen. Objekte. Broschürenständer werde ich hier hinstellen. Kann ich das nicht? Okay, dann werde ich da hinbauen. Ja, mein Gott. Wenn man es drinnen nicht kann, werde ich es hier draußen hinbauen. Schauen wir uns mal um. Also hier wird repariert. Von der Hausmeisterin. Liegen hier Patienten drin? Jawohl, einer. Da kommt ein helles Köpfchen. Helle Köpfchen wird geheilt. Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt. Das schaue ich mir jetzt genauer an. Aber bitte verlassen Sie auch irgendwann das Krankenhaus. Entleuchter. Also, ich finde das so genial. Die Glühbirne wird abgeschraubt und der Kopf wird wieder angesteckt. Na bitte. Er hat ein helles Köpfchen. Das ist natürlich wahr. Jetzt sucht er sein Köpfchen. Das ist so genial. Und da ist sein Köpfchen mit Hut. Na bitte. Den haben wir auch noch aufgehoben. Eine Brille hat er auch noch drauf. Geheilt. Ja, ist okay. Da wartet einer draußen. Hier sind noch helle Köpfchen. Eins. Das ist wartet. Kommt der nächste dran. Die gehen alle ganz gemütlich. Angewandte Naturheilmittel und Forschung, auch bekannt unter der erstaunlich passenden Abkürzung HANF, öffnet anscheinend eine weitere seiner naturheilkundlichen Einrichtungen für Leute mit mehr Geld als Gehirn. Ja, zum schauen wir mal, wie er ausschaut. Er ist müde, du solltest hier hingehen. Und Päuschen machen. Und da sieht man gleich, dass es steigt, die Energie. 54, 55, 56, also es steigt wieder. Er macht Ruhepause. Was haben wir hier? Ziele. Okay. Gut. 60 Kuschs haben wir.
Fehlgeschlagen 1. Was hat dieser Patient? Personalkompetenz, Krankheitsschwierigkeit. Ich glaube, dieser Arzt ist nicht wirklich gut. Klobedürfnis, da muss ich aufs Klo gehen, mein Gott. Geh aufs Klo, wenn du aufs Klo musst. Muss ich dich aufs Klo stehen? Jetzt geht er wieder raus. Ja, also dieser Kollege, der gefällt mir gar nicht. Hat einen Patienten auf dem Gewissen, durstig, muss aufs Klo. Hat einen Patienten geheilt. Das finde ich nicht okay. Ja, schaut im Moment nicht gut aus. Okay, dann können wir weiterschauen. Da hinten passt noch ein Raum hin. Was ist hier? Warteschlange 1, da haben wir kein benötigt Arzt. Wo ist da ein Arzt, liebe Leute? Der geht hier rein. Der hat hier nichts verloren, da draußen. Der muss da jetzt behandeln. Da wartet einer. Wo ist derjenige? Der! Arztpraxis. Also er sitzt jetzt im Büro, ihm geht's eigentlich gut. Er ist auch gut drauf. Unser Toni Grünlich. Aber wir haben einen guten Ruf. Das können wir dabei lassen. Das ist okay. Im Spital sterben nun mal die Leute. Also es ist normal, dass in einem Krankenhaus Leute sterben. Da kann man leider nichts daran ändern. Was sehr schlimm ist, aber es ist halt leider so. Nur noch 8 Patienten, die ich heilen muss. Dann habe ich die nächste Aufgabe erledigt. Im Moment brauchen wir nichts, oder? Im Moment sagt er uns nichts an. Gesundheitsinspektor kommt in 6 Tagen. 2 geheilt, 1 fehlgeschlagen. Ja, kann man lassen. Schon gewusst, Patienten und Mitarbeiter werden mit der Zeit hungrig. Stelle im Krankenhaus Snacks zur Verfügung, um sie zufriedenzustellen. Das werde ich machen. Snackautomat. Und zwar hier. Werde ich einen Snackautomat hinstellen. Feuerlöscher werde ich hier reinstellen, falls es mal brennt. Und auch hier. Helle Köpfchen ist schon vom Arzt geheilt worden. 2 geheilt. Hier kommt Kopfkrabbenbefall. Ja, dann bekommt er einen neuen Kopf, der Kollege. Kopfkrabbenbefall. Es folgt jetzt unser neues Format. Jetzt haben wir ihn die Kopfkrabbe entfernt. Heute nehme ich das neue Gourmet-Restaurant Le Souffle. Hier warten einige. 4 Leute warten in der Entleuchtungsklinik. Ich glaube, wir sollten eine neue Entleuchtungsklinik bauen. Auf blanchiertem Toast. Entleuchtungsklinik, und zwar werde ich die hier bauen. Von 5 Salzstreuern. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. So. Wir haben eine neue Entleuchtungsklinik, da werde ich auch eine Bank hinbauen. Eine Wartebank. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Gut, habe ich gemacht. Ist sensationell. Das heißt, es kann ein Arzt hier rein, der geht auch hier in die Entleuchtungsklinik. Das haben wir eigentlich ausreichend. Ärzte, hier ist im Moment keiner am Warten, oder doch? Niemand. Das heißt, ich brauche keinen extra Arzt. Da spukt es bei uns. Bediene 200.000 erledigt. 2 fehlgeschlagen, 2 geheilt. Uiuiuiui, das schaut nicht gut aus. Gesundheitsinspektor trifft ein. Wer ist das? Ist das der Gesundheitsinspektor oder wer ist denn das? Gesundheitsinspektor, das ist er. Henry Jobsworth. 3 geheilt. Wir sind im positiven Bereich. Das ist schon mal gut. Gut, hier wird einer gerade geheilt. Der andere kommt auch rein. Geisterjägerin.
Okay, hier haben wir ein helles Köpfchen. Krankheitsschwierigkeit, naja. Lang haben wir nicht mehr Zeit. ...23 Tage nur noch. Patienten sollten sich bei jeder Gelegenheit die Hände waschen. Förderung. Minifast, Medizinstudentin, kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Assistenzärztin. Die Beförderung von Medizinstudenten zu Assistenzärztin gewährt. Plus einen weiteren Bildungsplatz. Plus 10% Bewegungstempo, plus 10% Diagnosekompetenz und plus 10% Behandlungskompetenz. Bitte eine Gehaltserhöhung an, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. Befördern. Wenn ein Patient stirbt, bleibt manchmal ein Teil von ihm zurück. Traurigerweise der furchterregendste Teil. Das kann für jene von uns, die noch an ihrem Leben festhalten, eine ziemlich erschreckende Erfahrung sein. Außerdem sind Gespenster ziemlich schmuddelige Quälgeister. Sie hinterlassen nämlich eine Spur aus Ektoplasma. Sie haben außerdem die Angewohnheit, sich aufzulösen und dann anderswo wieder aufzutauchen. Das ist natürlich ganz klar. Wen rufst du an? Natürlich einen Hausmeister mit einer Geisterjägerausbildung. Leute mit dieser Qualifikation sind mit den modernsten autophysischen Geisterjäger-Technologien vertraut. In Zukunft gelingt es uns vielleicht sogar, geistige Materie für unser Forschungsteam zu gewinnen. Ist okay. Wir haben viel geheilt schon. Zwei Patienten noch heilen. Und dann haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Ich hoffe, dann steigen wir auf Krankenhausstufe 6 auf. Ja, da sind sie gut drauf. Überall haben wir Ärzte, hier. Krankenpfleger, natürlich. Der einzige Arzt, der fehlt, ist hier, aber hier sind im Moment keine Patienten, die warten, wie ich sehe gerade. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Toilettenkabine. Toilette allgemein. Oh, was haben wir hier? Zimmerattraktivität. Angenehm. Natürlich ist eine Toilette nicht angenehm, oder? Gute Neuigkeiten. Wir haben insgesamt schon 50 Patienten geheilt. Mit jedem geheilten Patienten erhöht sich der Ruf, sodass noch mehr Patienten ins Krankenhaus kommen. Sehr gut. Sieht sich alles an. Der Gesundheitsinspektor sieht sich das alles an. Das ist okay. Also im Moment gibt es ein wenig Schwierigkeiten. Unser kleines Mini-Krankenhaus. Also lange dauert es nicht mehr und wir steigen Stufe 6 auf. Krankenhausstufe 6. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. 31.000, also ich habe über 200.000 Dollar. Da geht sich schon einiges aus. Noch ein helles Köpfchen. Wir haben zwei Entleuchtungskliniken. Zwei Sterne Krankenhaus. Bin gespannt, wann die nächsten Auszeichnungen sind. Hier wird das Klo geputzt. Reinigt das Klo. Ist okay. Helles Köpfchen wird aufgenommen. Ah, die hellen Köpfchen. Bald ist er fertig mit anschauen. Besucht Station. Ich hoffe, wir haben überall Feuerlöscher drin. Ja, hier haben wir keinen drin. Feuerlöscher auch in diesem Zimmer. Hier haben wir Feuerlöscher. Hier. Hier brauchen wir noch Feuerlöscher. Hab ich jetzt ganz vergessen. Snackautomat haben wir sogar zwei. Das müsste normal reichen. 258.000 schon. Also wird immer mehr Geld. Sondermeldung. Sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unserem Ruf geholfen und wir erhalten eine Belohnung. Herausforderung. Heile 7 Patienten mit helles Köpfchen. Behandlungsraum Entleuchtungsklinik 2 im Krankenhaus. Zeitbegrenzung 90 Tage. Belohnungen 10. Ruf 10.000 und 10.000 Dollar. 10.000, Entschuldigung. 10 Kuschs. Du hast 5 von 7 Patienten geheilt. Haben wir leider nicht erreicht.
ist sie nicht ausgegangen. Wegen zwei Patienten. Egal. Was ist mit ihm? Personalkompetenz. Also ich muss anderes Personal einstellen, glaube ich. Da ist der nächste gestorben. Also der ist ziemlich schlecht. Dieser Arzt, Statistik, Protokoll. Ja, wenn er nicht aufs Klo geht, hat er ein Pech gehabt. Ich werde ihn feuern. Der ist nicht gut. Ich werde einen anderen Arzt einstellen. Ja, tut mir leid, du hast uns Patienten verscheucht, getötet. Das lasse ich natürlich nicht auf mich beruhen. Und ich glaube, die Angehörigen der Patienten ebenfalls nicht. So, werden wir einen neuen einstellen, einen neuen Arzt. Ärzte. Drei. Was haben wir hier? Unglaublich langweilig, kann sich nicht recht dran erinnern. Was haben wir hier? Lustig, komplett austauschbar. Einstellen. Bitte seien Sie achtsam. Er wird hier sein, und zwar... Achtsamkeit kann tödlich das enden. Ist Dr. Penelope Drossoch, eine Ärztin. Ich bin gespannt, ob sie mehr erreicht wie dieser Kerl hier. Es sucht allgemeine Diagnose. So, Herausforderungen online. Also, ja. Der Arzt, ist der gut drauf oder nicht? Ein bisschen Pause bräuchte, aber es soll ja Pause machen. Also ich muss mir nicht immer irgendwie in Pause schicken, hoffe ich. Ich bin ja nicht sein Kindermädchen. Aber der Leiter des Krankenhauses. Lange dauert es nicht mehr und wir haben Stufe 6 erreicht. Ja, Gott sei Dank. So. Da klopft einer an, geh einfach rein. Ja, er geht jetzt rein. Was hat dieser Kollege... Arzt, also er will jetzt rausfinden, was er hat. Ja, Zufriedenheit plus 14%. Ruf haben wir guten. 70 Kusch im Moment. Wir haben wieder einen Gewinn gemacht. Obwohl wir jetzt nur noch 250.000 Dollar haben. Also, okay. Lässt das Krankenhaus. Ich bin gespannt, was der Gesundheitsinspektor geschrieben hat. Okay, zufrieden sind Sie im Moment. Ruf haben wir auch einen ziemlich guten. Achtung, hat irgendjemand meinen Stift gesehen? Reparieren, Leute. Komm. Das wird immer kaputt. Keine Ahnung, was das soll. Ich glaube, ich werde hier noch ein Zimmerchen machen. Hier sind zwei Patienten drin. Auf was wartet er? Ah, da ist schon wieder einer gestorben. Jetzt wird's wirklich. Was ist mit ihm? Ich kann ihn nicht mehr anklicken. Er ist tot. Radio Two Point. Kein Wunder, dass unsere rasende Reporterin Sally Fick Blanket ist die Leute sterben, wenn wir so unfreundliches Personal haben. Erreiche die Krankenstufe 6, ist jetzt wieder weiter entfernt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Aber der Ruf, der passt noch. Sagt mir hier auch nur irgendetwas. Ruf gut. Ist okay. Kann ich im Moment zufrieden sein. Hier haben wir den Krabbenkopf, oder wie heißt der? Markus Bratt heißt er. Einen Krabbenkopf. Oder wie der heißt. Auf was warten die? Hier. Auf die Apotheke. Es wird einmal repariert. Pflanzen werden gepflegt. Schwester Ruby Beefs, die Krankenpflegerin, gießt unsere Pflanzen. Das ist super. Das ist toll. Wieder 16.000 Dollar mehr. Das geht ja schon rauf. Unser Ruf passt im Moment noch. Wir haben den 17. Oktober, den 18. Oktober jetzt. Also, das ist sensationell. Jetzt haben wir gerade Herbst. Der ruht sich aus.
Ja, ist auch gut drauf, unser Nachwuchspfleger. Apothekenverwaltung. Emotionale Intelligenz. Erhöht die Zufriedenheit plus 10% Zufriedenheit. Also, was will man mehr? Im Moment haben wir keine Aufgaben. So, was hast du jetzt eigentlich? Gelangweilt Zustand. Oh. Wir müssen irgendwas bitte machen, damit wir das Gelangweilte runterkriegen. Zeitschriftenständer. Werde ich auch wieder hinbauen. Zwar hier hin. So. Ich hoffe, dass da jetzt die Langeweile wenigstens etwas zurückgeht. Dass unsere Krankenhausstufe wieder weiter nach oben geht. Die Arme hat jetzt einiges verloren. 100% Diagnose. Plus 8000 Dollar. Passt. Ist er zufrieden? Geht er zufrieden raus? Das wäre interessant zu wissen. Ja, ihm geht's gut. Kopfkrabbenbefall, genau. Er ist geheilt. Ha! Und glücklich. Na, das wollen wir sehen. Ihm geht's sehr gut. Er ist zufrieden. Einige Patienten langweilen sich bald zu Tode. Überleg dir, wie wir sie ein wenig ablenken könnten. Naja, ich habe keine Krankenhaus-Clowns oder so. Ich weiß nicht, was ich da machen kann. Also es gibt ja im Moment nicht wirklich viele Sachen. Objekte zum Beispiel haben wir hier gar keine gescheiten. Getränkeautomat, Klimaanlage, Broschürenständer, Zeitschriftenständer, Pflanzen, Poster und mehr haben wir eigentlich nicht. Luxus-Snack-Automat ist mir zu teuer. Desinfektionsspender, das muss ich mir alles kaufen. Kuschs, aber ich habe nur 70 Kuschs. Das geht sich alles nicht aus. Süßigkeitenspender. Könnte ich mir zulegen, vielleicht Kaktus, aber das macht ja keinen Spaß. Es muss schon was sein, was Spaß bringt. Poster-Sehtest, Poster-Rohrschacht-Test. Sie mich gar nicht. Ich spreche nur gerne in ein Mikrofon. Ernährungspyramide, Pixeliose. Die ganzen Poster, die bringen mir eigentlich im Moment wenig. Das macht das Krankenhaus schöner, aber der Spaß geht nicht nach oben. Treibhausdruck. Den gesündesten Drink, der mit Geld zu kaufen ist. Wow. Nur die glücklichsten Freilandelche aus kontrolliert biologischer Aufzucht. Was bringt sich die Poster? Ja, und das Krankenhausambiente und das Ausstattungsambiente. Das brauche ich ja alles nicht. Poster. Horatio-Statue, das ist mir zu teuer. Yucca. 45 Süßigkeiten-Spender, was bringt das? Stillt den Hunger. Für 45 Kuschs freischalten, derzeit verfügbar 70. Ich werde einen Süßigkeiten-Spender hier hinstellen. Ja, werde ich hier hinstellen auf jeden Fall einmal. Ja, ich würde mal vorstellen, das war's aber mit diesem Teil 3. Mit diesem Teil 3 vom Spiel Two Point Hospital. Lasst mal bitte ein Like da, wäre natürlich sensationell. Ich hoffe, es hat auch wieder Spaß gemacht. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich bin euer Horst der Gamer. Ich sage Game Over. Dankeschön. Und ciao. La 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 la